Ja, schönen guten Abend. Ich bin Alexander Koch. Ich studiere Informatik an der Uni Kiel und habe diesen Sommer meine Bachelorarbeit geschrieben über genau dieses Thema. Der Vortrag jetzt wird zuerst auf gesetzliche Rahmenbedingungen eingehen, dann auf die Umsetzung dieser Rahmenbedingungen in der Praxis. Anschließend haben wir, also mein Dozent und ich, zusammen ein Produkt ausgewählt, anhand dessen dann weitere Analyse durchgeführt wurde. Da werde ich einmal zeigen, wie bei diesem Produkt so ein Signaturverfahren abläuft, was für eine Signaturdatei dabei herauskommt und welche Daten dabei transferiert werden. Und anschließend werde ich dann Eigenheiten aus dieser Analyse benutzen, um die ganze Geschichte anzugreifen. Dabei werde ich einmal beschreiben, wie man vorgehen muss, um eine Signaturdatei zu fälschen, und zum Weiteren beschreiben, wie man Zugriff auf die transferierten Daten erhalten kann. Los geht's also mit den gesetzlichen Rahmenbedingungen. Warum haben wir überhaupt digitale Signaturen? Das ist im Prinzip eine Idee von der EU. Die haben sich gedacht, okay, wir haben jetzt die Grenzen aufgemacht. Wir können jetzt ganz einfach Wein von Frankreich nach Schweden exportieren, brauchen keine Zollkontrollen mehr. Aber um den Wein zu kaufen, muss man immer noch irgendwie Verträge unterschreiben und dazu sich mit irgendwie Handelspartnern treffen oder zumindest irgendwelche Notare damit beauftragen, das durchzuführen und dann die Verträge per Post umständlich durchs ganze Land schicken. Das ist zeitaufwendig, das ist kostenaufwendig, das ist alles blöd. Wir brauchen irgendwas, was man schnell übers Internet verschicken kann, was man gleichgestellt mit herkömmlichen Signaturen verwenden kann, um eben rechtsgültige Verträge abzuschließen. Und was sie sich dann ausgedacht haben, war einfach die EU-Richtlinie 1999/93 EG. Die beschreibt im Prinzip genau das, stellt irgendwelche Anforderungen und insbesondere legt die fest, dass diese digitalen Unterschriften handschriftlichen Unterschriften gleichgestellt sind. Umzusetzen war das Ganze bis Juli 2001, ist also schon knapp 10 Jahre alt. Es sollte also genug Zeit gewesen sein, das vernünftig umzusetzen. Was dabei dann rausgekommen ist, werden wir ja gleich sehen. Diese EU-Richtlinie war dann von Deutschland natürlich umzusetzen. Deutschland hat das dann in das Signaturgesetz und die Signaturverordnung gegossen. Die Signaturverordnung spielt für uns jetzt nicht so wirklich eine Rolle, weil die beschreibt nur irgendwelche Erweiterungen um Anforderungen an Aussteller. Also wie der Signaturprozess nachher noch genau abläuft, sehen wir dann noch. Auf jeden Fall braucht man irgendwelche Zertifizierungsstellen, die Zertifikate ausgeben und diese Aussteller müssen halt bestimmte Anforderungen erfüllen und das macht die Signaturverordnung. Wichtig ist das Signaturgesetz. Dieses unterscheidet zwischen 3 Güteklassen von elektronischen Signaturen. Es gibt einmal die einfachen elektronischen Signaturen. Die haben einfach keine weiteren Anforderungen. Das heißt also, ich könnte einfach ein Bild mit meiner Unterschrift einem Dokument anhängen und das einfach per E-Mail verschicken. Das würde schon ausreichen als einfache elektronische Signatur. Ist natürlich überhaupt nicht fälschungssicher, weil jeder, der dieses Bild erhalten hat, der kann das Bild einfach wieder weiter verschicken und damit machen, was er will, ohne mein Einverständnis und kann damit im Prinzip in meinem Namen unterschreiben. Deshalb will man das natürlich nicht. Also gibt es die fortgeschrittene elektronische Signatur, die dann weitere Anforderungen hat. Zum einen muss sie ausschließlich dem Unterzeichner zugeordnet sein. Sie muss es ermöglichen, dass man anhand der Signatur herausfinden kann, wer denn jetzt unterschrieben hat. Es muss möglich sein, dass der Unterzeichner die Signatur erstellt, ohne dass da andere irgendwie beteiligt werden müssen. Also ich kann ja jetzt auch zum Beispiel auf dem Blatt Papier einfach allein unterschreiben, da brauche ich ja keine Hilfe für. Wäre ja blöd, wenn ich jetzt irgendwem sagen müsste, hier helf mir meine Signatur zu erzeugen. Und vor allen Dingen soll die eine Veränderung der unterzeichneten Daten erkennbar machen. Also dafür sorgen, dass eine Signatur für ein Dokument nicht auf ein anderes Dokument übertragen werden kann. Die qualifizierte elektronische Signatur ist dann die höchste Güteklasse. Die hat noch weitere Anforderungen, nämlich sie muss auf einem qualifizierten Zertifikat beruhen und auf einer sicheren Signaturerstellungseinheit erstellt werden. Was das ist, sehen wir auch. Ein qualifiziertes Zertifikat ist einfach erstmal ein Zertifikat. Was ist ein Zertifikat? Ein Datensatz, der Eigenschaften bestätigt und irgendwie geprüft werden kann. Also da steht jetzt drin, Alexander Koch hat den öffentlichen Schlüssel sowieso und damit nicht irgendwer das behauptet, obwohl es gar nicht stimmt, also mir irgendjemand einen falschen öffentlichen Schlüssel unterjubelt,
bestätigt das eine vertrauenswürdige Stelle, also diese Certificate Authority, mit einer weiteren Unterschrift, die dann wieder geprüft werden kann. Das Zertifikat ist dann qualifiziert, wenn in diesem Zertifikat bestimmte Sachen enthalten sind, nämlich Aussteller und Staat, Name des Inhabers, halt alles, was da gerade aufgelistet ist. Diese sichere Signaturerstellungseinheit soll jetzt weitere Sicherheitsanforderungen sicherstellen. Und zwar soll insbesondere dafür gesorgt werden, dass Signaturen nicht gefälscht werden können, dass also die zugehörigen privaten Schlüssel nur einmal auftreten können, dass sie geheim gehalten werden und dass sie auch vor allen Dingen geheim bleiben, dass sie nicht abgeleitet werden können. Also angenommen, jemand hat jetzt eine Signatur von mir bekommen, der soll jetzt nicht zurückrechnen können, wie war der private Schlüssel dazu, um dann eben wieder eigene Signaturen erstellen zu können, dass sie vor Fälschungen geschützt sind und vor der Verwendung durch andere geschützt werden. Also es sind im Prinzip alle Sachen, die auf das gleiche Ziel abzielen, dass die Signatur eben einzigartig ist und nur von dem erstellt werden kann, der sie auch wirklich erstellen darf. Außerdem sollen die Daten, die da signiert werden, beim Signieren nicht verändert werden und dargestellt werden können. Also wenn ich jetzt was signiere, dann soll nicht verhindert werden, dass mir angezeigt wird, was ich denn signieren will, um halt zu ermöglichen, dass man nochmal überprüfen kann, was man denn gerade signiert und ob man das wirklich signieren will. Und wenn ich jetzt den String ABCD signieren will, dann soll ich nicht, weil es gerade passt, diesen String vorm Signieren in ABCDE verändern, sondern es soll halt wirklich genau das signiert werden, was der Signator signieren möchte. Als Fazit kann man jetzt zusammenfassen, der Gesetzgeber versucht, elektronische Signaturen gleichzustellen in Bezug auf Rechtswirkung und Fälschungssicherheit, versucht also alles dafür zu tun, dass diese elektronischen Signaturen voller Erfolg werden und genauso natürlich benutzt werden können wie herkömmliche Signaturen. Das Ganze wird dann umgesetzt, meistens mit Prozessorchipkarten. Die kann man sich vorstellen wie komplette eigenständige PCs, beinhalten eine Rechnereinheit, Speicher und in diesem Speicher eben die Zertifikate und die privaten Schlüssel. Die Zertifikate jetzt nicht nur die des Unterzeichners, sondern auch die des Ausstellers und der Bundesnetzagentur, also des Ausstellers des Ausstellers. Und um eben diese Prozessorchipkarten zu benutzen, braucht man zum einen eine PIN, die man eingeben muss, um halt sicherzustellen, dass man jetzt anstelle des Signaturschlüssels nicht einfach die Karte klauen kann, sondern zur Karte braucht man eben diese PIN. Und weil die meisten PCs eben keine Möglichkeit haben, diese PINs zu lesen, diese Signaturkarten zu lesen, braucht man halt ein Kartenlesegerät und irgendwie eine Software, die das Ganze dann auch ansteuert. Ein Signaturvorgang läuft dann einfach so ab, man nimmt irgendwie Daten. Und nimmt Daten, die steckt man in eine Hash-Funktion, es kommt raus in hashfester Länge. Diesen Hash verschlüsselt man dann mit dem privaten Schlüssel des Unterzeichners, der ja auf der Signaturkarte ist. Also im Prinzip schickt man den Hash an die Signaturkarte. Auf der Signaturkarte gibt es dann eben einen privaten Schlüssel. Man sagt der Signaturkarte dann, hey, signier das mal. Die fragt dann von alleine nach der PIN. Wenn die PIN dann gestimmt hat, dann wird eben das Ganze verschlüsselt. Zusammen mit dem Zertifikat ergibt es dann eben die Unterschrift, die man dann entweder wieder mit dem Dokument zusammenpacken kann oder als getrennte Datei einfach zusätzlich zu dem Dokument verschicken kann. Wenn man als Empfänger jetzt so eine Datei bekommt, dann kann man das Ganze im Prinzip rückwärts machen. Also man nimmt den öffentlichen Schlüssel und die Signatur, guckt nach, welcher Hash kommt dabei raus und wie sah das Dokument aus, was dazu verschickt wurde. Und wenn da der gleiche Hashwert bei rauskommt, dann weiß man eben, die Daten haben sich nicht verändert und die Signatur ist gültig. Meine Aufgabenstellung bei der Bachelorarbeit war jetzt, zu überprüfen, inwieweit die USB-Verbindung zwischen Arbeitsplatzrechner und Kartenleser abgesichert ist. Insbesondere sollte halt geprüft werden, ob man irgendwie dazwischen kommt und das Ganze irgendwie angreifen kann, also sprich eigene Daten signieren. Dafür brauchten wir natürlich ein Produkt, was wir da irgendwie angreifen konnten, beziehungsweise erstmal analysieren konnten. Und es gibt eine ganze Reihe von möglichen Zertifizierungsdiensteanbietern. Es gibt eine ganze Reihe von Zertifizierungsdiensteanbietern, die kann man auch auf den Seiten der Bundesnetzagentur abrufen.
Bekannt sind insbesondere die Sparkassen und die Deutsche Post. Also ich kenne keine Stadt, in der es eine Filiale von der Sparkasse oder der Deutschen Post wäre. Die Deutsche Post hatte jetzt noch den Vorteil, dass sie ein wirkliches Komplettset angeboten haben, wo eben Kartenleser, Chipkarte und Software dabei war. Also im Prinzip das Rundum-Sorglos-Paket, man braucht bloß ins Netz gehen, sagen, hey, ich will jetzt elektronische Signaturen erstellen können, gib mir mal ein Set und dann ging es los. Dann könnte man seinen Antrag ausdrucken, muss dann noch zur Post laufen, irgendwie mit dem Postident-Verfahren sicherstellen, dass man wirklich der ist, der da signieren will. Und dann kam 2 Wochen später irgendwie ein Päckchen. Da drin war dann ein Chipkartenterminal. Man sieht hier, das ist ein Klasse 2-Leser, hat also noch kein Display oder irgendwas anderes. Das wird über USB an den Rechner angeschlossen und fällt in die Geräteklasse der Circuit Card Interface Devices, also ganz natürlich ein Chipkartenansteuerungsgerät. Die Chipkarte, die dabei ist, ist von Infineon. Auf der Chipkarte drauf ist das Betriebssystem StarCost 3.2. Das hält sich an die ISO-Standard bzw. die in diesem ISO-Standard 7816 definierten Kommandos. Insbesondere die Kommandos des Parts 4 und des Parts 8 sind hier relevant. Also Part 4 sind irgendwie allgemeine Chipkartenkommandos, sowas wie File Select oder Binary Transfer. Und Part 8 beschreibt dann sicherheitskritische Kommandos, sowas wie Compute Digital Signature. Und als Signatursoftware konnte man zwischen 2 möglichen auswählen. Ich habe mich hier für die erste entschieden. Jo. So ein Signaturverfahren läuft dann einfach so ab, man wählt eine Datei aus, wählt dann ein Signaturverfahren aus. Ich kann es eigentlich direkt live zeigen. Also ich habe hier eine Datei, da steht irgendwas drin. Den will ich jetzt unterschreiben. Die Anwendung registriert sich dann im Kontextmenü und man kann dann hier über Sign Live signieren, einfach die Datei auswählen zum Signieren. Jetzt kann ich hier halt dieses Signaturverfahren auswählen. Ich kann jetzt nur diese eine Option wählen, also mache ich das einfach mal. Jetzt kann ich mich hier entscheiden, ob ich das signierte Dokument in die Signatur einbetten möchte. Das lasse ich jetzt mal bleiben. Dann möchte ich natürlich mit meiner Chipkarte signieren. Das ist jetzt nicht meine, sondern die von jemand anderem. Meine wurde am Wochenende gesperrt, ist auch egal, ich hab übers Wochenende noch eine neue besorgt. Attributzertifikate sind jetzt hier nicht vorhanden, das wäre irgendwie sowas wie gesetzliche Vertretung für jemanden, also angenommen, ich möchte jetzt jemanden vertreten, dann muss ich das natürlich irgendwie getrennt auswählen können, weil Sie können das ja nicht permanent mit ins Zertifikat reinschreiben, dass ich immer jemanden vertrete, sondern vielleicht möchte ich auch mal was allein unterschreiben, also ist das dann so ein Zusatzzertifikat, gibt es hier jetzt nicht. Dann gibt es hier noch so eine Übersicht und dann kann ich das fertigstellen. Muss meine PIN eingeben. Und dann wurde das erfolgreich signiert. Man sieht, hier ist jetzt eine weitere Datei entstanden, eine P7S-Datei. Wenn ich eben ausgewählt hätte, dass der Vertrag mitten in das Dokument hier eingebettet hätte werden sollen, dann wäre das eine P7M-Datei. Genau. Diese beiden Dateitypen sind definiert in RFC 5652. Es handelt sich da also um PKI-Signaturen im PKCS7-Format. Und aus diesem RFC kann man auch entnehmen, in welcher Dateistruktur diese Daten in dieser Signaturdatei abgelegt werden. Und zwar ist das ASN1. Das heißt, wenn man das anguckt mit einem ASN1-Viewer, dann sieht man irgendwie, es ist eine Baumstruktur. Man sieht, es gibt zu jedem Objekt bzw. Element in dieser Baumstruktur irgendwie eine Längenangabe. Dann enthält diese Datei eben allerlei Objektidentifier und darauf folgen dann eben die Daten, die zu diesen Objektidentifiern gehören. Ich will jetzt nicht so genau darauf eingehen. Auf jeden Fall, die Datei ist klar definiert und klar strukturiert. Nach den Zertifikaten, die jetzt eben eingebettet wurden, also hier sieht man jetzt das Unterzeichnerzertifikat, wobei man im Prinzip nichts sieht, weil alles zugeklappt ist. Es ist im Prinzip so ein Standard X509-Zertifikat mit ein paar Erweiterungen. Zum Beispiel muss ja in jedem Zertifikat auftauchen, dass es für qualifizierte elektronische Signaturen geeignet ist. Das schreibt ja die EU vor. Also gibt es dann Erweiterungen, die dann eben genau diese Informationen beinhaltet. Dann gibt es eben die weiteren Zertifikate vom Aussteller. Und vom Aussteller des Ausstellers. Und am Ende gibt es dann die Signed Attributes in der Datei.
Die Signed Attributes enthalten jetzt eben diesen Hashwert von der Datei, die wir signieren wollten, und eine Zeit in einem bestimmten Format, die man, genau, also die Signed Attributes enthalten im Prinzip genau die Daten, die signiert werden sollen. Und zusätzlich zu diesen beiden Daten gibt es noch weitere Daten, nämlich einmal gibt es hier noch einen Bezug auf das Unterzeichnerzertifikat. Also es ist so ein Signing Certificate for 2 und das nimmt dann eben mittels Hashwert Bezug auf das bereits vorher in der Datei vorhandene Unterzeichnerzertifikat. Also man bildet einfach einen Hashwert hier drüber und das ist dann genau dieser Hashwert. Und zusätzlich gibt es dann in diesen Signed Attributes auch noch eine Information, wer der Aussteller dieses Zertifikats ursprünglich war und vor allen Dingen, wo es Rückrufinformationen zu Zertifikaten von diesem Aussteller gibt. Über dieses Signing Certificate, nein, Moment. Am Ende der Datei taucht dann auf jeden Fall das Signature Value auf, also der letzten Endes verschlüsselte Hashwert, der an die Karte geschickt wurde. Nochmal zusammengefasst, die Signaturdatei enthält die Zertifikate, dann irgendwelche Algorithm Identifier, damit auch klar ist, mit welchen Hash-Funktionen die Daten letzten Endes gehasht wurden. Dann dieses Signed Attributes Field, das wieder Bezug auf die Zertifikate nimmt und nochmal den Hashwert der Datei enthält und die Signing Time. Und am Ende gibt es dann eben den Signature Value, der eben die eigentliche Signatur darstellt. Und besonders oder auch nicht besonders ist jetzt eben, dass für einzelne Abschnitte die Längenangaben in der Datei mit drinstehen, damit man eben von vornherein weiß, wie lang ist die Datei, wie lang ist der Abschnitt, den ich jetzt gerade lesen will. Ja. Jetzt kann man sich natürlich fragen, jetzt wurde da so eine Datei erzeugt, wo kommen denn die Daten daher? Und man weiß jetzt, es ist irgendwie ein USB-Gerät, also kann man irgendwie mal gucken auf die USB-Leitung, zum Beispiel mit USB-Snoop oder Sniff-USB. Wer heute Nachmittag den Vortrag mit dem Reverse Engineering für USB-Geräte gehört hat, der kennt noch andere Tools. Ich habe es jetzt mit den beiden gemacht und die zeigen dann byteweise die übertragenen Rohdaten an. Das ist schön, weil man schon mal Zugriff auf die Daten hat, aber leider auch irgendwie nicht so schön, weil man eben nicht so wirklich erkennen kann, was dann da jetzt wirklich übermittelt wird. Bei diesem Paket ist es noch recht einfach, weil das ist einfach dieses Setup-Packet. Da wird am Anfang einfach erstmal mitgeteilt, was ist das für ein Gerät, was da gerade dranhängt. Wie kann man mit dem kommunizieren? Also hier sieht man, es gibt irgendwie drei Endpunkte und die haben verschiedene Adressen natürlich. Hier ist eins, da ist die 83, da ist die 82, genau. Es gibt verschiedene Größen für die Transfer-Sites, für die maximale Packet-Sites, die man damit übermitteln kann. Und es gibt verschiedene Kommunikationstypen. Bulk heißt dabei einfach, das ist ein normaler Datentransfer und Interrupt ist für wichtige Daten, die das Gerät einem mitteilen will. Und dieser Interrupt-Endpoint, der hat auch eine Zeit, die man nicht unterschreiten darf beim Abfragen. Also den darf man jetzt hier nur alle 16 Millisekunden einmal abfragen. Die Bulk-Endpoints, die sind halt einfach zur Kommunikation freigegeben. Also wer sich darunter jetzt noch nichts vorstellen kann, ein Vergleich, der vielleicht ein bisschen hinkt, ist mit TCP-Ports. Die sind ja auch einfach irgendwie Objekte, mit denen man irgendwie kommunizieren kann, wo man irgendwie Daten durchschicken kann. Und genauso läuft es halt hier auch. Wenn man dann aber weiterguckt, dann werden diese Pakete eben leider nicht mehr so genau aufgeschlüsselt, sondern es kommen halt recht kryptische Befehle einfach. Man sieht nichts mehr. Jetzt gibt es natürlich die Möglichkeit, einfach sofort in den Standard zu gucken und sich das Ganze ziemlich einfach zu machen und einfach nachzulesen, was wird da übermittelt. Aber selbst wenn man das noch nicht tut, kann man einfach mal weiter gucken und entdeckt dann sowas und sowas, also sehr lange und sehr kurze Pakete, wobei die nur in sehr begrenzter Stückzahl auftauchen, also da kann man sich schon fragen, was machen die da genau. Genau, das ist dann im Prinzip das, was man sieht. Und wenn man das Ganze dann noch mit zeitlichen Schritten im Signaturvorgang verbindet, dann sieht man, dass diese kurzen Blöcke genau dann auftreten, wenn die PIN eingegeben wird. Also die übertragen da, hey, es wurde eine Taste gedrückt, hat man ja auch eben gesehen, dass dann eben auf dem Bildschirm dieser Balken durchlief. Und wenn man das Ganze nochmal wiederholt unter gleichen Ausgangsbedingungen, dann stellt man fest, dass sich da nur sehr wenige Unterschiede ergeben, und zwar in genau zu sagen drei Request-Blöcken.
Und zwar der erste ist der Hashwert, der an das Gerät gesendet wird. Und zwei sind einfach die Antwort darauf und da steht der Signature Value drin. Das heißt, man kann jetzt im Prinzip schon sagen, dass... Ah, Moment. Man kann es jetzt noch weiter auseinandernehmen. Die Kommunikationsarten, die da eben verwendet werden, sind USB, hatte ich ja schon gesagt. Dann gibt es anhand der Geräteklasse, die dieser Kartenleser darstellt, die Möglichkeit, da einen Standard zu gucken. Und da kriegt man eben raus, es handelt sich um ein CCID-Gerät. Und diese CCID-Messages, die starten jede Nachricht erstmal mit einem 10-Byte-Header aus. Das heißt, die Nutzdaten fangen irgendwie ab Byte 11 an. Und dann gibt es eben noch diese Kommandos, die aus dem ISO-Standard kommen. Und anhand derer kann man dann den Transfer komplett auseinandernehmen. Man stellt dann fest, diese großen Datenblöcke, die man eben gesehen hat, die treten immer dann auf, nachdem eine Datei ausgewählt wurde, also mit dem Select-Befehl, der taucht irgendwo auf. Dann kommt eben eine File-ID. Dann kommt das Kommando, dass man diese Datei auch lesen will und gibt zusätzlich noch an, ab wo man die Datei lesen will. Anschließend kommt dann eben so ein fetter Datenblock und dann kommt von mir aus nochmal das Read-Binary-Kommando, eben bis man die Datei vollständig gelesen hat. Und wenn man jetzt diese Datenblöcke, die man da übermittelt hat, vergleicht mit der Signaturdatei, dann stellt man eben zusätzlich noch fest, dass die Datenblöcke die Zertifikate sind, die in der Signaturdatei vorhanden sind. Außerdem konnte man eben sehen, dass da die PIN-Eingabe übertragen wird und die PIN-Eingabe wird eingeleitet mit dem Verify-Kommando. Und nachdem die PIN dann fertig eingegeben wurde, das heißt also der User hat auf dem Chipkartenterminal die Bestätigen-Taste gedrückt, berechnet die Karte halt, ob die PIN auch richtig war und antwortet dann entsprechend. Und wenn die PIN dann richtig war, dann darf der PC auch die Compute Digital Signature Anweisung schicken, inklusive eines Hashwerts, der dann signiert werden soll. Und da sieht man im Transfer dann eben leider, dass der Hashwert, den man da signiert, ungleich dem Hashwert ist, der eigentlich von der Datei kommt. Und das liegt daran, dass die eben in der Signaturdatei hatten sie ja diese Signed Attribute zusammengebaut. Und da sind ja nützliche Informationen drin, die für die Signatur interessant sind, nämlich diese Informationen, wo kriege ich denn Informationen, ob Zertifikate zurückgerufen wurden oder von wem überhaupt das Zertifikat stammt und wer hat es überhaupt unterzeichnet. Das muss ja alles irgendwie mit eingehasht werden und deshalb bildet man dann eben nochmal einen Dateihash über diese Signed Attributes, also über diesen Abschnitt der eigentlichen Signaturdatei und den schickt man an die Karte zum Signieren. Das heißt also, der eigentliche Dateihash geht nur indirekt mit in den eigentlichen Hashwert ein, der da signiert wird. Genau. Als Fazit kann man jetzt feststellen, die gesamte Datenverbindung ist ungesichert. Man sieht, wie die Zertifikate übertragen werden, man sieht, wie die PIN-Eingabe übertragen wird, wenn man auch nicht sieht, welche PIN da eingegeben wird. Man sieht doch, dass PIN-Nummern eingegeben werden. Es ist möglich, die Nutzdaten zu erkennen. Also ich kann nicht nur sehen, dass da Zertifikate übertragen werden, sondern ich kann auch sehen, welche Zertifikate übertragen werden. Man kann sehen, dass die Elemente, die da übertragen werden, in genau der Reihenfolge übertragen werden, in der sie auch nachher in der Signaturdatei auftauchen. Und deshalb kann man eben diese Nutzdaten ganz einfach abgreifen und mitschreiben. Jetzt war meine Aufgabe ein Angriff auf das Signaturgerät. Das bedeutet also, ich möchte eine Signatur fälschen. Das heißt wieder, ich möchte diese Signaturdatei fälschen. Und wir hatten schon gesehen, in der Signaturdatei sind nur recht wenige Variablen. Und es ist deshalb fast nahezu linear möglich, die Datei aufzubauen. Wenn man nochmal guckt, wie die Datei genau aussieht, man sieht hier irgendwie die Versionskennung, also wie die Datei genau aufgebaut ist. Irgendwelche Identifier, dazu muss ich noch sagen, die Karte, die Deutsche Post hier ausliefert, die unterstützt genau drei Algorithmen, SHA-1, RIPE-MD-160 und SHA-256. Und die Bundesnetzagentur hat SHA-1 und RIPE-MD-160 als zu unsicher eingestuft. Das heißt, die Karte kann nur noch einen Algorithmus, der für qualifizierte elektronische Signaturen erlaubt ist. Das heißt also, das sind im Prinzip alles Konstanten hier.
Und wenn man von vornherein sagt, man will eine Signaturdatei fälschen, wo keine Daten mit drinstehen, dann ist auch das hier leer. Also das Ganze ist im Prinzip ein statischer Dateikopf. Das Zertifikat, oder beziehungsweise die Zertifikate, die kann man einfach beim Transfer mitschreiben. Genauso wie die Ausstellerdaten und die Seriennummer, weil die stehen in den Zertifikaten mit drin. Algorithm Identifier ist dann wieder eine Konstante, weil man ja weiß, mit welchem Algorithmus man die Daten letzten Endes hasht. Den Message Digest muss man logischerweise irgendwie in die Datei selbst mit einbringen, genauso wie die Signing Time. Es nützt ja nichts, wenn ich da irgendwie die Datei nehmen will, beziehungsweise den Hash nehmen, den mir der PC schickt, sondern ich will ja meine eigene Datei signieren. Das Signing Certificate V2, das wird jetzt leider im Klartext überhaupt nicht übertragen. Das muss ich mir also aus dem alten Signing Certificate komplett selbst zusammenbauen. Ist aber kein Problem, weil ich habe das Signing Certificate ja komplett mitgelesen. Ich kann also den Hashwert selbst bilden. Ich kann mir die Ausstellerdaten da komplett selbst rausholen. Ich kann auch die Seriennummer rausholen. Kann ich also auch ohne weiteren Aufwand einfach hintereinander wegschreiben. Einziges Problem bisher ist also die Länge der Zertifikate, weil am Anfang der Datei steht ja leider eine Längenangabe. Aber wenn ich die Zertifikate mitgelesen habe, kann ich mir die Länge berechnen und am Ende vorne eintragen. Genau, den Signature Value kriege ich übrigens auch wieder komplett im Klartext aus dem Transfer. Genau, wenn man das Ganze dann irgendwie umsetzen will, baut man sich eine State Machine. Die schreibt zuerst irgendwie einen Dateikopf, hatten wir ja gesehen, der ist einfach statisch, wartet dann darauf, dass eben die entsprechenden Zertifikate auf der Karte ausgewählt werden. Wenn dann so ein Zertifikat ausgewählt wurde und auch übertragen werden soll, dann können wir es einfach mitschreiben. Wenn es dann fertig ist, warten wir aufs nächste Zertifikat. Und am Ende, wenn wir alle Zertifikate haben, können wir uns Designer-Infos bzw. Design-Attribute zusammenbauen, dann wieder darüber den Hash bilden und müssen dann nur noch darauf warten, dass der User irgendwann mal seine PIN eingibt und die PIN dann auch bestätigt wird von der Karte. Und wenn der User dann seinen Hashwert an die Karte schickt, dann tauscht man einfach den Hashwert aus, der vom User signiert werden soll. Die Karte signiert meinen Hash bzw. den Hash des Angreifers, schickt als Antwort den Signature Value für meinen Hash. Wir können den mitschreiben und sind dann im Prinzip fertig. Jetzt kann man sich natürlich fragen, wie komme ich an die Daten ran? Wenn man sich diese Kette irgendwie anguckt, der User hat einen PC, da steht dieser Kartenleser dran, der will jetzt irgendwas machen, benutzt dafür irgendwelche Software. Jetzt kann ich natürlich an allen beliebigen Stellen ansetzen. Entweder ich tausche einfach komplett die Software aus, die er benutzt, dann kann ich natürlich sowieso machen, was ich will. Ich könnte mir einen eigenen Treiber schreiben, der einfach nicht die Daten an die Karte schickt, die der User schicken will, sondern ich schreibe meinen eigenen Treiber, der halt meine Daten an die Karte schickt. Das Problem dabei ist aber halt, man braucht Zugriff auf den Operating System Kontext. Wenn er jetzt, was weiß ich, ein Passwort eingestellt hat oder die Platte verschlüsselt ist oder es halt einfach nicht so einfach ist, daran zu kommen, ist es halt problematisch. Also möchte man gerne irgendwo anders eingreifen und das Smart Card Terminal selbst ist jetzt wieder mit irgendwelchen Siegeln versiegelt, also wenn man das öffnet, dann ist das recht auffällig. Also bleibt als einzige Stelle eben im Prinzip nur noch dieser Data-Link. Und wir hatten ja schon gesehen, der ist unverschlüsselt. Brauchen wir uns also nur noch irgendwie was überlegen, was man da zwischenschalten kann, was dann eben genau diese Datenmanipulation vornimmt. Hier sieht man jetzt nochmal ein Szenario, wo der Angegriffene im Prinzip schon mit unserem Gerät ausgestattet wurde. Man sieht irgendwie, man möchte per Funk darauf zugreifen. Also angenommen, die Putzfrau hat das jetzt am Wochenende da mal reingesteckt, ohne jetzt Putzfrauen zu nahe treten zu wollen. Dann möchte ich nicht, dass die nächste Woche wieder dahin gehen muss, um die Signatur abzuholen, sondern ich möchte da irgendwie von draußen auf zugreifen können. Also ist das Naheliegendste natürlich eine Funkverbindung. Genau, also das Gerät manipuliert die Daten und ich kann da per Funk darauf zugreifen. Das wäre ja schon mal irgendwie eine tolle Feature-Liste. Das USAG, das ist also das Gerät, was hier dazwischen geschaltet wurde, steht erstmal, also wir hatten ja vorhin gesehen, der Gesetzgeber nennt diese Chipkartenterminals und Chipkartenlösung Secure Signature Creation Device, auf Deutsch also sichere Signaturerstellungseinheit oder sicheres Signaturerstellungsgerät. Und wir hatten aber gesehen, die Verbindung ist ungesichert, also
könnte man da irgendwie ein Gerät bauen, was die Signatur abgreift. Und dieses Gerät zum Eingriff in die USB-Verbindung muss jetzt eben genau zwei Verbindungen erzeugen, nämlich einmal muss es sich gegenüber dem PC als Device ausgeben, nämlich als Kartenleser. Und gegenüber dem Kartenleser muss es halt so tun, dass es ein PC ist und dass das auch berechtigt ist, den Daten zu schicken. Jetzt gibt es natürlich zum Glück Mikrocontroller, die irgendwie USB-Verbindungen aufbauen können. Das heißt, man braucht nicht irgendwie sich darum kümmern, wie kriege ich jetzt die Bits auf die Leitung. Aber leider können diese Mikrocontroller eben nur eine USB-Verbindung zurzeit aufbauen. Also braucht man zwei Controller und dann eben eine Kommunikation zwischen den Controllern. Und die Funkanbindung, die muss da auch noch irgendwie mit rein. Wenn man das dann umsetzt, kriegt man so einen schönen Schaltplan. Man sieht zwei Controller, einen Haufen Verbindungsleitungen und ein Funkmodul. Und irgendwas, um halt die Spannung irgendwie zu regulieren, aber das ist auch nicht so wichtig. Wenn man es dann umsetzt, sieht es so aus. Hat also eine recht kompakte Größe, kann man schon gut unter dem Schreibtisch verstecken. Sind jetzt natürlich noch irgendwelche DIP-Gehäuse. Wenn man da irgendwie SMD-Gehäuse nimmt, kriegt man das bestimmt noch deutlich kompakter hin. Kann ich aber nicht mehr löten und ich habe auch keine Möglichkeit gehabt, mir eine Platine zu ätzen. Also blieb es jetzt erstmal bei der Lösung. Die will natürlich auch irgendwie programmiert werden. Also jeder Controller kriegt natürlich sein eigenes Programm. Und zuerst fangen wir mal mit dem auf der linken Seite an, also der quasi mit dem PC redet. Der möchte am Anfang erstmal seine Daten vom USB-Bus abholen, weil es ist immer so, bei USB wird jede Verbindung oder jeder Transfer vom Host initialisiert. Das heißt also, wir sind ja hier in diesem Fall ein Device, müssen also darauf warten, dass der Host irgendwie eine Kommunikation anfängt, fangen dann also an, warten darauf, dass der irgendwie Daten von dem Endpunkt abholt. Wenn diese Daten dann da sind, dann können wir die einfach mit der SPI-Verbindung an den zweiten Controller übermitteln. Also SPI ist diese Verbindung, die eingesetzt wird, um zwischen den beiden Controllern zu kommunizieren. Und nachdem dieser Zustand eben fertig ist, gibt es mehrere Möglichkeiten. Entweder wir haben wieder Daten empfangen, die halt vom Kartenleser zurückkommen. Die müssen wir dann irgendwie an die entsprechenden Endpunkte weiterleiten. Oder wir haben keine Daten empfangen und müssen dann wieder bei Endpunkt 1 nachfragen, ob der noch Daten für uns hat. Und jetzt hatten wir vorhin gesehen, in dem initialen USB-Paket, was da über die Leitung läuft, gibt es irgendwie eine Angabe, dass diese Endpunkte eine bestimmte Buffergröße haben. Und wir hatten jetzt gesehen, diese Buffergröße war 0x40, also 64 Byte. Und wir hatten gesehen, dass diese Datenpakete, die über die Leitung kommen, deutlich größer sind teilweise. Das heißt also, wenn da irgendwie 64 Byte überschritten werden, dann wird der hier damit allein nicht mehr fertig, sondern der muss dann in mehreren Schritten die Daten abholen. Das macht er eben hier. Und nachdem er halt komplett fertig ist, schickt das weiter. Also es ist im Prinzip hier nur, wo kriegen wir Daten her und wohin schicken wir die? Und dieser State-Automat liefert eben genau das. Und was ganz Ähnliches gibt es eben im zweiten Controller. Der kriegt seine initialen Daten aus dem SPI-Status, also vom anderen Controller, leitet das dann eben weiter an den Kartenleser, beziehungsweise holt vom Kartenleser dann Daten ab, wenn er irgendwie aus dem SPI keine Daten bekommt, und schickt die dann auch wieder zum anderen Controller. Und zusätzlich liefert er eben noch eine weitere Sache, und zwar erstellt er unsere Signaturdatei. Also wir hatten ja vorhin gesehen, dieser File-Creation-Prozess, wie müssen wir die Datei aufbauen? Jetzt kommt eben noch dazu die Funkverbindung. Und zwar können wir uns am Anfang, wenn wir das Gerät starten, in einem unbekannten Zustand befinden. Es ist entweder gar kein Datum verfügbar, was wir signieren wollen. Dann können wir darauf warten, dass wir irgendwie was empfangen, bestätigen das dann und versuchen dann die Datei zu erzeugen. Oder wir haben schon Daten empfangen, konnten die aber noch nicht signieren, dann können wir direkt damit anfangen, diesen Prozess zu durchlaufen. Oder wir haben schon fertig signierte Daten in unserem Speicher liegen. Das heißt, wir warten im Prinzip nur noch darauf, dass der Angreifer die auch abholt mit seinem Gerät. Das heißt, wir erwarten wieder darauf, dass eine Verbindung geöffnet wird, wir Daten senden können,
die Daten bestätigt werden und dann irgendwie unsere Daten aus unserem Gerät in das andere Gerät kriegen. Der Angreifer braucht natürlich auch irgendwie ein Gerät, nämlich das, was die Daten letzten Endes zum USAP übermittelt, beziehungsweise sie da abholt. Idealerweise, weil wir ja auf Dateien zugreifen wollen, nämlich diese Signaturdatei, die da erstellt wird, verhalten wir uns also wie ein USB-Stick. Hier ist übrigens ein Fehler in der Folie. Er sendet nämlich nicht Daten zum USB-Stick, sondern dieser USB-Stick sendet Daten zum USAP. Und nachdem das USAP irgendwie fertig ist, empfängt das ASIC eben die erzeugte Signatur. Das ASIC steht einfach für Angreifer-Signaturerstellungsgerät, also analog zu dem USAP als ASIC. Schaltplan ist ganz ähnlich. Ein Mikrocontroller, wieder eine Reihe Datenverbindungen, die jetzt aber nicht mit einem anderen Controller verbunden sind, sondern eben mit dem Funkmodul. Sah dann so aus. Als Programmierungszustandsautomat ergibt sich wieder irgendwie sowas. Also man hat am Anfang keine Daten in dem Gerät verfügbar, verhält sich also als Mass Storage Device. Wenn jetzt in einem bestimmten Buffer, in einem bestimmten Sektor dieses Mass Storage Devices ein bestimmtes Flag gesetzt wird, dann wissen wir haben jetzt irgendwie Daten, die wir verschicken wollen. Also fangen wir an, die zu übermitteln, warten darauf, dass das bestätigt wird. Und wenn wir dann diesen Zustand vollständig verlassen haben, dann können wir darauf warten, dass die Daten vom USAP zurückgeschickt werden, die da signiert wurden, und können das wiederum bestätigen. Und wenn das vollständig immer wieder durchlaufen wurde, dann sind wir wieder in einem Zustand, wo wir alles, was wir mit Funk zu tun haben, erledigt haben und können dann wieder Zugriff auf die Daten gewähren. Also in diesem Zustand verhalten wir uns immer irgendwie als Mass Storage Device. Ein Angriff kann dann einfach so ablaufen. Das USAP wird platziert, also zum Beispiel durch die Reinigungskraft, oder vielleicht hat man irgendwie selbst einen Termin mit dem Anwalt, den man da Signaturen unterschieben will. Verhält sich dann so lange transparent, wie einfach keine Daten zum Signieren vorliegen, damit es halt nicht entdeckt wird. Wartet aber gleichzeitig irgendwie auf eine Funkverbindung. Dann muss der Angreifer irgendwie sein ASIC konfigurieren, in Reichweite bringen und die Daten übertragen. Und wenn die Daten dann vollständig übertragen wurden, dann muss das USAP natürlich seine Aufgabe erledigen und irgendwie die ganzen Zertifikate mitschneiden und dann endlich den Signature Value da mit auslesen und mitschreiben. Es wartet also auf einen definierten Zustand, weil also man sieht im Transfer, im initialen Signaturvorgang werden immer alle Zertifikate übermittelt, aber wenn schon irgendwelche Signaturvorgänge gelaufen sind, dann wird das nicht alles nochmal wiederholt, sondern es wird eben dann die Kommunikation auf ein nötiges beschränkt. Natürlich könnte man jetzt irgendwie Anfragen selbst stellen an den Kartenleser und sagen, hier, gib mir mal dieses Zertifikat. Aber man sieht dann eben hier an dem Kartenleser, ist so eine kleine LED, die blinkt dann fröhlich vor sich hin. Also wenn jetzt unterm Tisch irgendein Gerät versteckt ist, was da eigenständig Kommandos an die Karte schickt, dann sieht man eben auf dem Tisch, hier blinkt eine LED, was soll das? Es fällt also auf, man wartet also auf einen definierten Zustand, wo eben alle Zertifikate übermittelt werden, schreibt die Stück für Stück mit. Dann, wenn ein Signaturvorgang durchgeführt wurde, wäre es natürlich einfach die Möglichkeit, man schickt einfach den Hash, der da von der Karte zurückkommt, beziehungsweise die Signatur, die von der Karte zurückkommt, einfach weiter an den Anwender-PC. Das Problem dabei ist, der Anwender kriegt eine Fehlermeldung angezeigt, sowas wie, ist ein Datenkommunikationsfehler aufgetreten, es wäre möglich, dass die Leitung manipuliert wurde oder so, und das ist ja genau das, was wir gemacht haben, und darauf wollen wir den User ja irgendwie nicht hinweisen. Also zeigt man dem User halt irgendwie eine kryptische Fehlermeldung, also ich habe mich jetzt hier für PIN falsch entschieden. Man könnte auch sowas machen wie Invalid Response from the Card Received oder einfach Null, also sehr nichtssagende Fehlermeldungen. Es soll auf jeden Fall den User dazu verleiten, irgendwie seine PIN nochmal einzugeben oder den Vorgang einfach abzubrechen. Was auch immer er macht, in dem Moment, in dem er die Meldung angezeigt bekommen hat, haben wir unsere Signatur schon erhalten, beziehungsweise erzeugt, und haben im Prinzip unsere Sache im Kasten, und kann jetzt egal sein, wie es weiterläuft. Hauptsache, das USAP verhält sich wieder transparent und wird eben nicht entdeckt. Nachdem die Signaturdatei eben erzeugt wurde, braucht das USAP bloß noch darauf warten, dass das ASIC wieder in Reichweite kommt, um eben die Daten zu verschicken.
verschickt die Daten und dann war es das auch schon. Jetzt würde ich eigentlich eine Live-Demo machen. Mir wurde eben davon abgeraten, weil man angeblich wenig davon sehen wird. Ich probiere es einfach mal. Ich hoffe, dass es klappt. Also ich habe jetzt hier meinen USAG. Das stecke ich jetzt. Zwischen Kartenleser und PC. Man sieht jetzt, gleich fängt die LED hoffentlich an zu blitzen. Ich weiß nicht, sieht man davon was? Gut. Das verhält sich jetzt erstmal transparent. Also wenn ich jetzt hier ein Signaturformular durchführe, ah, das ist jetzt blöd. Ich lösche mal die alte Signatur. Ja, okay. Ich muss natürlich die Anwendung auch neu starten, weil die kriegt das immer nicht mit, wenn man den Kartenleser abzieht. Also wie gesagt, ich hatte ja im Vortrag stehen, hier simuliert durch Abziehen des Kartenlesers und Neustart der Anwendungssoftware. Okay, also der hat jetzt die Kartendaten wieder abgerufen. Es kann im Prinzip genauso weiterlaufen wie vorher. Man muss wieder seine PIN eingeben. Und die Datei wurde erfolgreich signiert. Also man sieht, es fällt sich transparent. Ich ziehe es jetzt wieder ab, muss dann also auch die Signaturanwendung wieder neu starten. Dann konfiguriere ich einfach mal meinen ASEC. Hier also ein weiteres Gerät. Das ist jetzt im ersten Moment einfach mal ein USB-Stick mit sehr begrenztem Speicherplatz, irgendwie 8 Kilobyte oder so. Und ich habe schon eine Datei vorbereitet, nämlich myfile.txt, die ich jetzt einfach mal signieren will. Und dafür brauche ich Konfigurationsdateien. Zum einen eine Datei, die im Prinzip einfach dieses Flag enthält, den Hashwert, den wir signieren wollen und die Zeit. Und eine weitere Datei, die einfach so eine Platzhalterdatei ist, also die besteht jetzt nur aus 0xFF. Die ist einfach nur dazu da, damit ich irgendwie einen Speicherbereich in dem ASEC schon mal reservieren kann, wo dann nachher die eigentliche Signatur hingeschrieben werden soll. Sobald ich jetzt hier die signme.txt rüberziehe, sollte das ASEC den Zustand wechseln und dann die Datenübertragung hier zum USAG starten lassen. Das muss ich natürlich wieder einstecken. Also man sieht, es blitzt fröhlich vor sich hin. Es wartet auf Daten. Ich möchte die Datei natürlich ersetzen. Und man sieht jetzt, oder ich hoffe, man hat gesehen, dass es kurzzeitig etwas anders geblitzt hat und die Daten eben übertragen wurden. Das ASEC ist jetzt eben auch nicht mehr verfügbar, beziehungsweise er kriegt hier einfach die Meldung nicht vernünftig weg. Also das ASEC hat den Zustand gewechselt. Es ist als USB Mass Storage Device nicht mehr verfügbar. Ich kann es jetzt im Prinzip abziehen. Und wenn ich jetzt hier meinen Vertrag wieder signieren will, es läuft wieder alles genauso ab wie vorher.
Und leider ist die PIN falsch. Oh. Wenn ich jetzt das ASIC wieder in Reichweite bringe. Dann erkennt das natürlich erstmal nicht, weil das noch in einem anderen Zustand ist. Und das USAC möchte auch gerade die Funkverbindung nicht aufbauen, oder? Okay, ich weiß nicht, was da jetzt gerade schief geht, aber das USAC möchte die Funkverbindung nicht aufbauen, das fängt nicht an zu blitzen. Ich lasse es erstmal laufen und komme dann zu meinem Fazit. Man sieht auf jeden Fall die Verbindung, die da auch. Man sieht auf jeden Fall die Verbindung, die da abgelaufen ist, die. Ist nicht gesichert, also alles wird im Klartext übertragen. Man sieht, dass der Gesetzgeber das auch nicht gefordert hat. Das heißt also, die Verbindung ist einfach zu Recht ungesichert. Man hätte jetzt sehen sollen, man hat es leider nicht gesehen, weil das USAC sich nicht bequemt, hier die Funkverbindung aufzubauen, dass qualifizierte elektronische Signaturen sich fälschen lassen, wenn man diese Verbindung halt angreift. Fazit, sichert eure Verbindungen. Jetzt könnte man natürlich argumentieren, es gibt noch andere Anwendungen, die verschlüsselte Kommunikationsverbindungen einsetzen, zum Beispiel den ePerso und später auch mal eine Signaturverbindung haben sollen. Aber solange es vom Gesetzgeber eben nicht gefordert ist, ist dieses Produkt im Prinzip so schwach wie sein schwächstes Glied. Und wenn es hier eben ein Produkt gibt, bei dem man Verbindungen fälschen kann, Signaturen fälschen kann, dann kann man die eben fälschen und das ist eben blöd. Außerdem sind eventuell weitere Attacken möglich und zwar hatten wir ja gesehen, es wird bei jedem Tastendruck irgendwas übermittelt und deshalb könnte man eventuell da noch eine Timing-Attacke draufsetzen, um zu gucken, kann man die PIN da ausspähen, also kriegt man über das Timing zwischen zwei Tastendrücken, so wie das beim SSH eben auch gelaufen ist, raus, was der User eingegeben hat. Weiß ich nicht, könnte man aber mal versuchen. Das wär's. Ja, falls jetzt Fragen sind, bemerkbar machen, dann kommt ein Mikrofon zu euch. Dann nehmen wir den in der 5., 6. Reihe. Zwei Fragen. Zum einen, ist das nur mit einem Gerätetyp möglich oder gibt es Geräte, die optional eine Verschlüsselung haben? Also wie gesagt, es geht hier um eine spezielle Implementierung. Es gibt auch Geräte, zum Beispiel irgendwelche Anwälte haben sogar die Anforderung, dass sie Leser einsetzen müssen, die die Verbindung verschlüsseln. Also es gibt Geräte, die die Verbindung verschlüsseln. Ob es Geräte gibt, die die Verbindung teilweise verschlüsseln, weiß ich nicht. Antwortet das die Frage? Okay, aber das war ein Gerät, was für die qualifizierte elektronische Signatur zugelassen war. Richtig. Danke. Also die Post hält sich da komplett an die Anforderungen des Gesetzes. Man kann damit qualifizierte elektronische Signaturen erstellen. Man kann damit mit den vorgestellten Geräten eben auch Signaturen abgreifen, beziehungsweise fälschen. Ja.
Weitere Fragen? Wir haben eine Frage aus dem IRC. Einen Moment mal. Ja. Ja, also eine Frage ist, wie hoch ist die Verzögerungszeit durch diese USB-USB-Kopplung? Richtig, also die Controller, die da mit dieser SPI-Verbindung kommunizieren, da ist eben die SPI-Verbindung der Flaschenhals. Also ich habe die SPI-Verbindung jetzt irgendwie bei 1 MHz getaktet. Das führt bei diesem Platinenlayout schon teilweise zu Datenfehlern. Man könnte die SPI-Verbindung auch deutlich höher takten, sodass da keine Verzögerung mehr wäre, aber eben nicht mit diesem Platinenlayout. Das heißt, man müsste eventuell irgendwie eine Platine ätzen, um Verzögerungszeiten, die dann tatsächlich zu erreichen, die tatsächlich nicht mehr bemerkt werden könnten. Weitere Fragen aus dem Publikum? Hier vorne ist eine. Beeindruckende Arbeit. Sprichst du denn selber USB mit dem Kartenreader oder schleifst du nur die Pakete vom PC durch? Ich schleife im Prinzip, also zweierlei, also den Großteil der Pakete schleife ich einfach durch, um mit dem Kartenleser, also an, ja, nein, doch. Du hattest zwei Controller, noch, nicht? Ja, genau, ich habe zwei Controller, also zwei. Und die sind unabhängig voneinander? Die sind unabhängig voneinander, richtig. Okay. Also den Großteil der Pakete schleife ich tatsächlich durch, lediglich, wenn ich dem PC gesagt habe, dass die PIN falsch ist, dann versucht der PC irgendwie mit dieser PIN-Falschmeldung umzugehen und schickt dann irgendwie ein Card-Reset. Das kann ich natürlich überhaupt nicht gebrauchen, deshalb greife ich das ab und schicke dem PC dann einfach eine Fake-Antwort. Und gleichzeitig, nachdem der PC eben informiert wurde, dass die PIN falsch war, schickt er natürlich nicht mehr das Create-Signature-Kommando, sondern das muss ich dann eben selbst schicken. Und der Teil der Kommunikation ist dann eben auch gefälscht. Alles klar, danke. Wir haben noch eine Frage aus dem IRC. Ja, was würde passieren, wenn jetzt die Reihenfolge der Pakete auf der USB-Schnittstelle in irgendeiner Form vertauscht werden würden? Die Reihenfolge, also das ist richtig, die Implementierung, wie sie jetzt ist, ist ziemlich dicht an dem Transfer, wie er eben in dieser Anwendung stattfindet. Aber man sieht eben trotzdem die Select File und Get Binary Befehle. Das heißt also, solange man diese Befehle irgendwie aus dem Transfer noch wieder rausholen kann, gibt es auch eine Möglichkeit, die Zertifikate abzugreifen. Und das Computer Digital Signature Kommando ist eben auch im Klartext einfach. Das heißt, auch da gäbe es kein Problem. Okay, sind weitere Fragen? Da vorne rechts. Ja, was würde passieren, wenn du quasi dem Rechner sagen würdest, anstelle des Kartenlesers, ja, nee, PIN war schon okay, obwohl sie nicht okay war. Würde dann der Prozess fortgesetzt werden oder speichert der Kartenleser quasi den Zustand? Also die Karten sind jetzt so ausgelegt, dass sie nur eine Signatur pro Zeit machen können, also eine Signatur pro PIN-Eingabe. Die Post bietet aber zusätzlich noch sogenannte Stapelverarbeitungskarten an, wo man dann eben einmal die PIN eingibt und dann 100 Dateien signieren kann. Da hätte man das als Angreifer bei einer ungesicherten Verbindung natürlich noch viel einfacher. Bei dieser Karte geht es aber nicht. Also die Karte würde nach einmaliger PIN-Eingabe auch nur eine einzige Signatur erzeugen. Und wenn ich dann eben die vom PC weiterleite, dann erzeugt eben der PC seine Signatur und ich kann meine nicht einsetzen. Und wenn ich meine hinschicke, dann muss eben der PC leiden. Weitere Fragen? Da hinten ist noch eine. Dann nehmen wir die aus dem IRC erstmal dazwischen. Ja, hier ist noch die Frage aufgekommen, ob auch der E-Perso über diese Art Terminals ohne eigenes Tastenfeld angreifbar wäre. Also wie gesagt, beim E-Perso ist die Verbindung zur Ausweis-App gesichert, also irgendwie verschlüsselt. Ich weiß nicht genau, wie es da läuft, aber ich weiß, dass sie gesichert ist. Der E-Perso hat selbst aber im Moment eben noch keine Signaturfunktionalität. Also um die Frage zu beantworten, nein, man könnte es nicht auf die gleiche Weise angreifen, weil eben die Verbindung gesichert ist. Okay, jetzt die Frage aus dem Publikum. Mit Klasse 3 Kartenlesegeräten müsste das nicht funktionieren, oder? Weil die ja sollten ja anzeigen, was signiert wird, bevor man es dann signiert. Und das ist ja gerade dann eigentlich feiner. Sollte das so sein, richtig. Aus dem Transfer hier jetzt ging noch hervor, dass zuerst die PIN, also es wird gesagt, ich möchte jetzt irgendwie eine sicherheitskritische Aktion durchführen. Dann wird die PIN abgefragt
Und dann wird der Hashwert an die Karte geschickt. Also wenn es bei Karte Klasse 3 Lesern genauso abläuft, dann würde das bedeuten, das Display zeigt gar nichts an, man soll die PIN eingeben und dann kommt der Hashwert und der User kann nichts mehr machen. Aber ich habe sie eben nicht untersucht, wenn es so wäre, wäre es traurig. Weitere Fragen? Dem sieht nicht so aus. Dann danke ich nochmal Alexander für den interessanten Einblick. Applaus